Herzlich willkommen auf Lorello.de und zurück zum Satz des Tales. Schauen wir uns nochmal an, was wir im ersten Teil gemacht haben. Wir hatten das Dreieck ABC hier in schwarz eingezeichnet und wir hatten hier die Strecke AB, die den Mittelpunkt M hatte, und hier in rot eingezeichnet den Halbkreis um M mit Diagonale AB. Und der Punkt C, der ist jetzt gerade auf diesem Halbkreis zu liegen gekommen. Und was wir gezeigt haben, ist, dass der Winkel hier 90 Grad ist. Und jetzt wollen wir das umkehren. Wir wollen zeigen, dass wenn wir ein Dreieck ABC haben, mit Winkel 90 Grad hier, dass dann der Punkt C auf dem Halbkreis um den Punkt M mit Diagonale AB liegt. So, wie können wir das jetzt zeigen? Wir nehmen den Punkt C und spiegeln ihn hier an Punkt M. Und dann kommt er ungefähr hier zu liegen. Ich nenne den Punkt C'. Dann verbinden wir den Punkt C' mit dem Punkt B und den Punkt C' mit dem Punkt A. Und was wir sehen ist, dass wir hier ein Rechteck erhalten haben, und dieses Rechteck ist ein besonderes Rechteck, weil das sehen wir hier, wenn wir die Geraden durch M einzeichnen, hier eine, die parallel ist zu dieser Seite und dieser Seite, und die zu orthogonale durch den Punkt M, der noch gleichzeitig parallel ist zu dieser und dieser Seite, dass dieses Rechteck symmetrisch ist, und zwar achsensymmetrisch mit diesen zwei Achsen. Und jetzt sehen wir dann auch, dass das dazu führt, wenn wir hier die Verbindungslinie einzeichnen, dass diese zwei Punkte, weil alles symmetrisch ist, gerade gleich weit, also die zwei Punkte B und C, gleich weit vom Punkt M entfernt sind. Das heißt, diese Strecke hier ist gerade diese Strecke AB geteilt durch 2. Und damit haben wir gezeigt, dass hier der Punkt C, weil er genauso weit entfernt ist vom Punkt M wie B, nämlich AB halbe, damit auf dem Halbkreis um M mit Diagonale AB liegt. Und damit haben wir also gezeigt, dass nicht nur alle Punkte C, die hier auf dem Halbkreis um M mit Durchmesser AB liegen, dass die nicht nur zu einem rechten Winkel hier, zu einem Winkel von 90 Grad führen, sondern dass auch das Umgekehrte gilt, nämlich wenn wir hier einen Winkel von 90 Grad haben, dass dann der Punkt C auf dem Halbkreis um M mit Diagonale AB liegt. Gut, vielen Dank. Schaltet bald wieder ein auf Lorello.de.